Politiker bauen mehr Scheiße, als ich essen kann. Ey, ich meine, Politiker bauen mehr Scheiße, als ich Videos machen kann. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich die nächste Zeit gemütlich an meinen Debattenvideos arbeiten kann, aber gewisse Politiker bringen mich immer wieder aus der Ruhe, indem sie gewisse Fehlentscheidungen oder Falschaussagen treffen. Können die nicht warten, bis ich mit meinem Debattenvideo fertig bin? Okay, ich bin ihnen eigentlich dankbar, weil ich diese Woche sowieso nicht mit dem Debattenvideo fertig geworden wäre. Aber damit dir diese Woche nicht leer ausgeht, mache ich schnell dieses Video hier. Sonst habe ich immer ein genaues Skript, aber heute mache ich mal komplett Freestyle. Viele haben es schon mitbekommen, Bayern will ein Gesetz rausbringen, das Polizisten dazu berechtigt, grundlos Leute zu überwachen. Das wird aber nicht Thema des heutigen Videos, vermutlich Thema eines zukünftigen Videos. Ich wollte es aber nur jetzt schon mal erwähnen, damit ihr wisst, dass ich es auf dem Schirm habe. Ihr könnt mir also aufhören, Nachrichten zu schreiben, dass ich ein Video dazu machen soll. Und vielleicht hat es manche von euch ja auch noch nicht auf dem Schirm. Falls ihr dazugehört, könnt ihr jetzt die Gelegenheit nutzen und einmal kurz so machen. Das gibt's ja nicht. Durch so eine weit verbreitete Empörungsgeste wird dieses Gesetz bestimmt verhindert. Ach so, ist das jetzt... Ich möchte im heutigen Video ein paar neue Aussagen von unserer guten alten Freundin Emy Zöllner analysieren. Ja, du willst jetzt also einfach legalisieren, oder wie ist denn dein Konzept? Ich habe gar kein Konzept. Ich frage doch nur, ich finde es immer nur spannend, weil gerade bei konservativen Politikern ist das immer ein interessantes Thema, mit welchen Gründen sie das dann ablehnen. Ja, Thilo, du willst doch bestimmt nur wieder irgendein Meme aus hier rauskitzeln. Das bis jetzt bekannteste Drogenpolitik-Deutschland-Meme stammt ja auch aus einem Interview von Thilo. Naja, also findest du die Drogenpolitik, wie sie im Görlitzer Park betrieben wird, gut? Weil die ganzen Politiker, die Cannabis legalisieren wollen, es nach einem System machen wollen, wo es dann so ist wie im Görlitzer Park. Niemand redet davon unter 18-Jährigen. Genau. Und die unter 18-Jährigen, die gehen dann auch ganz brav vorbei und die gehen dann auch nicht mehr zum Schwarzmarkt und so weiter. Wir hatten das schon im letzten Video. Nein, die gehen natürlich weiterhin zum Schwarzmarkt, aber das können sie doch jetzt genauso. In den Ländern, wo das legalisiert wurde, Portugal, wo es entkriminalisiert wurde, oder gerade in Colorado und in Washington, in Amerika, sind in den letzten Jahren der Konsum von unter 21-Jährigen runtergegangen. Wie Jordan Peterson sagen würde. Ha, gotcha. You have got me. Ist es auch so, dass in Colorado zum Beispiel die Notfälle für Kleinkinder, weil das Zeug daheim rumgelegen war und die, die Kleinkinder das verschluckt haben, sind auch nach oben gegangen, haben sich... sind gestiegen ohne Ende, ja. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, wie sie dieser Aussage gewissermaßen ausweicht, also anstatt, dass sie jetzt sowas sagt wie, ah ja, okay, was, der Konsum unter Jugendlichen ist runtergegangen, interessant, vielleicht ändert das meine Meinung. Ich schaue mir das mal nochmal genauer an. Und noch zu den Säuglingen, die Cannabis essen, also ich habe das schon mal in einem anderen Video behandelt, aber so wie sie das sagt, hört sich irgendwie so an, als würden auf einmal Millionen Säuglinge Cannabis essen. Es waren im Vergleich zu den Vorjahren dann, glaube ich, ein paar hundert mehr. Natürlich sind auch 100 zu viel, aber wenn man das mit den positiven Effekten abwägt, also dass tausende Jugendliche kein Cannabis mehr konsumieren, dass Millionen von Erwachsenen nicht mehr ins Gefängnis gesteckt werden, weil sie Grasliebhaber sind, überwiegen die positiven Seiten noch bei weitem. Und wenn jetzt Säuglinge, die THC-Gummibärchen essen, ihre größte Sorge sind, dann müsste sie doch nichts gegen eine Legalisierung haben, bei der man dann eben nicht THC-Gummibärchen legalisiert. Colorado ist auch schon dabei, THC-Gummibärchen, die für normale Gummibärchen gehalten werden könnten, zu verbieten. Deswegen ist ja die Debatte um die Einstiegsdroge ja oder nein auch so schräg, ja. Da ist immer bei den Gesprächen dabei gewesen, ja, und dann habe ich auch Cannabis probiert und dann wollte ich halt wissen, was gibt's denn noch so, so neben und alles für verschiedene Varianten, und dann hat man eben zusätzlich noch das und das probiert. Ja, und deswegen ist es für mich schon eine Einstiegsdroge. Ich würde sie so bezeichnen. Klar kann man dann sagen, na, der hat doch bestimmt vorher mal geraucht und der hat vorher mal getrunken, aber ich kann jetzt da nur schwer diesen Zusammenhang irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, also, und dann Cannabis ist eben keine Einstiegsdroge, doch, weil da eben ganz klar der Rausch im Vordergrund ist. Ich möchte Cannabis rauchen, weil ich eben dieses Rauscherlebnis, Entspannungserlebnis, sonst was für ein Erlebnis haben möchte. Und dann kommt eben sozusagen im nächsten Schritt zu sagen, ja, was gibt's denn da eigentlich noch? Da haben wir es wieder. Bei Cannabis steht der Rausch im Vordergrund und bei Zigaretten und Alkohol scheinbar etwas anderes. 18% der Männer und 21% der Frauen in Deutschland haben einen problematischen Alkoholkonsum. Bei denen steht bestimmt überall der Geschmack im Vordergrund. Oder bei Leuten, die zum Oktoberfest gehen. Da kommt es bestimmt auch hauptsächlich auf den Geschmack an.
Ah, das Bier schmeckt einfach vorzüglich. Vor allem der letzte Schluck dieses 1-Liter-Glases, das schon seit über einer Stunde rumsteht. Da kann das Aroma besonders gut reifen. Kohlensäure im Bier ist sowieso überbewertet. Natürlich gibt es auch Leute, die mal ein Bier aufgrund des Geschmacks getrunken haben, aber es ist einfach 100% so, dass die meisten es wegen dem Rausch trinken. Ich habe da jetzt keine Zahlen, weil es keinerlei Umfragen gibt, so ja, trinken Sie Bier wegen dem Geschmack oder wegen dem Rausch. Aber ich muss auch keine Umfrage machen, um zu wissen, ob die meisten Leute Autos dazu verwenden, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Und nicht, weil sie es irgendwie mögen, sinnlos rumzufahren. Natürlich gibt es da bestimmt auch ein paar, aber es ist einfach Common Sense, dass das eine Minderheit ist. Bei Zigaretten ist natürlich ganz klar der Geschmack im Vordergrund. Deswegen brauchen eben nicht nur Raucher auf der Arbeit Pausen, um ein wenig wunderbaren Geschmack zu genießen. Auch Röstzwiebelliebhaber müssen alle 2 Stunden eine Pause machen, um diese zu essen. Wobei man natürlich schon fairerweise sagen muss, dass bei Rauchen wahrscheinlich jetzt nicht so sehr der Rausch im Mittelpunkt steht wie bei Alkohol oder Cannabis. Da gibt es ja keinen bemerkenswerten Rausch. Da ist wohl beim Großteil die Sucht im Vordergrund. Was natürlich deutlich besser ist, als wenn der Rausch im Vordergrund ist. Achte mal bitte kurz nochmal auf folgende Formulierung. Ich möchte Cannabis rauchen, weil ich eben dieses Rauscherlebnis, Entspannungserlebnis, sonst was für ein Erlebnis haben möchte. Entscheidend ist Ihrer Ansicht nach also, dass man Cannabis wegen dem Rausch konsumieren möchte. Man kann Cannabis aber auch nur wegen dem Rausch konsumieren wollen, ohne es je probiert zu haben. Also ist nicht die Substanz das Entscheidende, sondern die generelle Grundhaltung von dem Menschen, der es probiert. Es gibt halt Menschen, die es reizvoll finden, auf unterschiedliche Arten berauscht zu sein. Ob die Heroin, Alkohol oder Cannabis als erstes probieren, ist da egal. Die waren von Grund auf einfach experimentierfreudige Personen. Es macht da halt auch Sinn, mit einer Droge wie Cannabis anzufangen. Bei mir war es damals so, dass ich im Grunde nur Alkohol getrunken habe, als ich angefangen habe, mich für andere Drogen zu interessieren und mir eben die Frage gestellt habe, wie sie es so schön sagt, was gibt's denn da noch? Das war jetzt zwar anekdotisch, aber ihre Story war ja auch komplett anekdotisch. Ja, das war mal eine Art Quickie-Analyse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die drogenpolitischen Aussagen von Emmy meist ziemlich irrsinnig, aber menschlich von der Art her kommt sie schon irgendwie sympathisch rüber. Was ich überhaupt nicht sagen kann über den Politiker, dessen Debatte ich im nächsten Video reviewe, weil der ist mir einfach so dermaßen unsympathisch und auch von den Aussagen her ist es, denke ich, ein neuer Höhepunkt. So viel Quatsch habe ich noch nie irgendwen bei einer Diskussion um Cannabis reden hören. Abonniert diesen Kabal. Peace.